Das wird noch richtig spannend alles. Flupp, hat das Huhn gemacht. Oh. Ui, Sprint. Ah ne, ich kann gar nicht sprinten gerade. Schön mit Spaß und allem drum und dran. Weil hier müssten eigentlich die richtigen Bäume sein, diese hellen, mit denen ich die Innenauskleidung des Hauses mache. Also die Innenwände. Ihr habt ja schon gesehen, das ist ein bisschen heller. Ja. Aber das wächst nicht so schnell und nicht so schön, weil wir nicht hier sind. Da müssen wir ein bisschen hier rumrennen. Aber wo habe ich es denn da? Diamanten sind ja schön gut, aber was ich brauche sind Setzlinge. Genau die Setzlinge. Ha. Ja doch, was ich brauche. Und so. Und da hinten war auch noch die Mine, ne? Die eine minige Mine. Und das Gewächshaus wollte ich auch noch weiterbauen. Auf uns war halt noch eine ganze Menge Arbeit hier im Hause. Und da ist das Holz, was ich suche. Ich finde es ja cool, ich habe ja diese unterirdische Wasserplantage auf dem Server gebaut. Ja. Und die wächst ja wie Hulle, da kann man ja Holz farmen bis zum Umfallen. Da gibt es sogar Leute, die klauen mittlerweile, weil halt da immer Holz zu finden ist. Mit dem Klauen, das ist natürlich so eine Sache, wo ich sage, ja, genau, muss ja sein, ne? Aber, na gut. Gibt halt Leute, die haben keine Erziehung genossen. Ups. So. Na ihr? Doch, ich könnte ein bisschen Weed nehmen und die sich vermehren lassen. Ups. Dann machen wir mal so. Ja, das tut mir leid, dass ich mich so grausam anhöre. Aber dagegen kann ich da nicht so viel machen. Weil wir haben mehrere Stunden im Regen gelegen. Wir hatten zwar Nässeschutzkleidung an, aber ja, ne, der Boot ist halt kein Ponyhof und dementsprechend muss die Sache nicht weiter ausweiten, glaube ich. So, jetzt überlege ich gerade, wo stelle ich jetzt am besten die Samplings hin? Oder Setzlinge. Wir haben ja jetzt die deutsche Version. Hier noch. Da. Brauchen da eh noch die Bäume. Und ein paar Schafe. Oh, guck mal, wie sie sich freuen. Da springen sie gleich. Und jeder liebt sich mit jedem. Freie Liebe für alle. Hat er gerade das Gras weggefressen? Hey Schäfchen. Tut mir leid, ich habe ganz kurz mal das Headset hochgehoben, damit ihr nicht mein Gehuste hören müsst. Die machen das auch. Die fressen hier das Gras weg, glaube ich jedenfalls. Ist ja cool.
mal hier ein bisschen beschleunigen, die ganze Sache. Ach, ich hab's in den Schnee reingepulvert. Okay. Das Düngemittel. Oder wie auch immer es jetzt heißt. Knochenmehl. Wird's ja trotzdem heißen. Ja, ich weiß, was ich noch erzählen könnte. Haha. Ich habe jetzt quasi jedes Wochenende frei. Die ersten zwei Wochen bleibt mir ja da. Und da wird so ein bisschen die Spreu vom Weizen getrennt. Also die ersten Leute sind schon recht früh wieder gegangen. Und auch die Leute, die dann sagen, oh ja, Wochenende und trotzdem arbeiten, nee, das will ich nicht. Die sind dann auch ganz schnell weg gewesen. Und mittlerweile ist da halt eine recht coole Truppe zusammen gewachsen, kann man sagen. Und ja. Mit den fünf Leuten, mit denen ich mir die Stube teile, komme ich auch ganz gut klar. Einer davon kommt sogar aus der, also fast aus derselben Gegend wie ich. Das heißt, wir fahren immer zusammen im Auto, was recht cool ist. Aber ich bin so ein Mensch, ich langweile mich beim Autofahren so tierisch. Wer jetzt sagt, oh, du kannst auf der Autobahn mal richtig Gas geben, das bringt nichts. Ich bin trotzdem saumäßig müde. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß nur, dass es so ist. Ja. Was noch? Natürlich werde ich mir von meinem ersten größeren Sold dann einen guten Rechner zulegen. Damit ich auch weiterhin hier Let's Plays machen kann und auch diesmal vielleicht ein paar bessere. Wenn der neue Rechner da ist, werde ich euch mal so wieder ein paar Spiele anbieten, wo ich sage, hey, das sind Spiele, die ich spielen würde. Und dann könnt ihr sagen, ja, nein, vielleicht. Und dann gucken wir mal, was möglich ist. Zum Beispiel würde ich zu gerne mal Dragon Age spielen, aber ich weiß halt nicht, ob es jetzt zu langweilig ist oder... Ne, ihr versteht die Sache. Also den zweiten Teil würde ich gerne mal spielen. Vielleicht auf böse oder auf, ich weiß nicht, vielleicht auch auf gut. Als Krieger würde gerade echt passen, thematisch. Ja. Und um mal auf Minecraft zurückzukommen, nachdem wir jetzt die ganze Zeit von anderen Sachen gequatscht haben. Ich werde um dieses Haus, werde ich noch einen Zaun ziehen. Einen größeren, also so einen Wall. Einfach aus Sicherheitsgründen. Und das schön ausleuchten, damit die Zombies uns nicht mehr erreichen können. Warte mal, das mache ich mal so. Doppeleingang. Ja. Perfekt. Und dann machen wir nämlich hier auch nochmal sowas. Zack, zack. Zack, zack, zack. Ja, das sieht jetzt am Anfang noch ein bisschen komisch aus, aber das wird noch ein Stück cooler. Das wird nämlich quasi ein Lesezimmer. Also hier so eine Sitzecke, besser gesagt. Und da oben kommt der Dachboden hin. Und beim Dachboden habe ich mir überlegt, dass ich mir noch was einfallen lassen muss. Da mache ich mir ganz kurz mal so eine Werkbank. Ah, okay. Das Ding heißt also tatsächlich Werkbank. Naja, man fragt sich mal, wie wird es übersetzt und... Ja, das heißt Werkbank. Ich möchte so ein paar kleinere Akzente hier einbauen.
Allerdings merke ich gerade, dass das ganz großer Bullshit ist. Uah, knack. Das war nämlich zu weit vorne. Das muss mich eins weiter dahinter. So, und zwar hier. Das ist bloß so ein kleiner Versuch, deswegen nicht wundern. Ich bin jetzt selber gerade am Grübeln, ob das so gut aussehen wird. Also ich glaube, ihr wisst, was ich machen möchte. Also möchte ich hier so ein Panoramafenster reinmachen und dafür möchte ich das alles eins nach unten setzen. Was ist dahinter? Verdammt, da ist Holz. Ja, das gucke ich mir gleich nochmal an. Okay, aber nicht das Holz. Okay, na gut. Damit muss man jetzt halt leben. So, so. So, so. So und so. Und schöne Minecraft-Musik stimmt an. Yeah. Jetzt hoffe ich, dass ich damit ein Stück weit hochkomme. 1, 2, 3, 4. Ups. Na, das sieht ja schon mal was aus. Das Dach fängt dann hier oben an. Ach, sehr ruhig, Spinne. Und dann werden wir hier nochmal eine Holzlage draufpacken. So. Und warte mal, wie mache ich das am dümmsten? Ah, das müssen wir dann in Half-Slabs machen. Also ich hoffe, dass es jetzt kein allzu großer Fehler ist, den ich da begehe. Wenn doch, nicht schlagen. Da kommt immer so einer hin, damit man dann vernünftig hoch und runter klettern kann. Okay, so. So ein richtiger schöner Dachboden werden mit, ich weiß gar nicht, was wir hier alles hinmachen. Auf jeden Fall können wir dann in die Decke Glowstone einlassen, damit wir eine permanente Lichtquelle haben. Das wäre vielleicht auch ein ganz schöner Luxus. Sogar die Spinne findet das schön. Yay! Lalalala. Sorry. Ja, ich mute mich auch zwischendurch. Ich weiß nicht, ob ihr es merkt, aber einfach um nicht ins Headset hineinzuhusten. Ich finde das unhöflich, deswegen mache ich das auch nicht. Sollte ich auch mal niesen müssen, werde ich das auch irgendwie versuchen, still und heimlich zu machen. Also hier, wo ich wohne, werden dann die Wände wackeln, wenn ich anfange zu niesen, aber. Ihr werdet das nicht hören, weil ich mich auf Nein Sturm stelle. Verdammt. Okay. So. Stein. Stein, 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 Pflasterstein. Hops, hops, hops.
Ich sitze übrigens hier wieder total tiefenentspannt. Die Milo war ja zu Besuch und da habe ich hier andere Sessel hingepackt. Also jetzt nicht meinen normalen Bürostuhl, sondern so einen recht chilligen Sessel. Damit wir auch extrem entspannt hier so hinflezen können. Und jetzt sieht es zwar eher aus, als wenn ich hier so halb liegen würde, aber ich finde, das ist cool. Also mir gefällt's und deswegen bleibt das wahrscheinlich jetzt auch erstmal so. So. Ja, schießen will gelernt sein, mein Freund. So. Jetzt bist du Moder, mein Freund. So. Gammelfleisch im Wasser. Yay. Und eine Spinne. Noch mehr EP. Immer her damit. Kleinen Viecher. La la la, la la la, la 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 la. So. Und dann. Ey! Das finde ich voll uncool. So ein Blödsinn. Warum fahre ich jetzt da runter? Das ist voll unfair. Meine Nase tut mir weh. Minecraft ärgert mich. Ich habe keine Lust mehr.